Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir waren am 13.01.2018 bei den ersten Hürther Husaren Chor von 2012 zum zweiten Mal bei ihrem Husarenempfang mit karnevalistischem Programm in Stotzheim im Saal Rommerskirchen. Dies ist eine Zusammenfassung von Brauchtum und Tradition, verbunden mit dem Deutschen Medienverband NRW-Hürth. Mein Name ist Laurent Dossiter. Sie sehen diese Zusammenfassung vielleicht nicht in einer so sauberen Qualität, wie es original ist, aber diese Fassung gäbe es eigentlich nicht, wenn es darauf ankommt. Aber diese Fassung gibt es. Damit Sie Zugang. Die Husaren haben jetzt auch eine neue Kindergruppe, die 2017 gebildet worden ist, wo sich der Husarenchor sich sehr stark vergrößert hat, die jetzt schon über 100 Mitglieder haben, ohne die Fans, um Motto gebunden: Mir Kölnchen tanzen aus der Reihe. Sollte in diesem Jahr das Hürther Husarenchor ausgezeichnet werden von Brauchtum und Tradition. Ja, hier tanzt die große Garde der Hürther Husarenchor noch oder hat getanzt. Und sie erhalten jetzt hier auch noch eine Auszeichnung. Nein, und es wird nochmal getanzt von den Damen, ja, mit ihrem Showtanz. Und Herren, ja, die haben auch eine eigene Abteilung haben in musikalische Quelle der Spielmannszucht, ja, echte Funde aus Althürth, die auch als Regiment Spielmannszucht für die Hürther Husaren mitspielen, mitlaufen. Ansonsten, ja, hier kommen die große und kleine Sonitäten aus Hürth-Bärenrath, die auch zu Gast waren, mit einem kurzen Stelldichein. Ja, und freuen sich, Gast zu sein bei den Hürther Husaren hier in Stotzheim im Saal Rommerskirchen. Diese Zusammenfassung geht knapp über 38 Minuten, ein Programm von knapp 5 Stunden. Ja, hier ist es die große Qualität vom Bärenrad, von mir sind jetzt. Ja, und schon waren sie weg, weil sie auch weitere Auftritte im Umland haben. Es zieht ein die nächsten. Nein, es zieht also noch erstmal doch die Husaren, die eigentlich vorhin länger eine Auszeichnung waren, geehrt werden sollten, besonders für 5,5 Jahre Angehörigkeit, die von Anfang an zu den guten Hürther Husarenchor gehören. Ja, der Daniel Mohr als Kommandant und Moderator am heutigen Abend moderierte
diesen Empfang. Und hier wurden, wie gesagt, alle Aktive, die 5,5 Jahre schon bei den Hirte Husaren aktiv dabei sind, ausgezeichnet mit einer Urkunde. Gesinnesgemäß, Fastelaufen, Karneval, Spaß und Erfolg und die Zugehörigkeit. Ja, das waren erstmal die Hirte Husaren. Und wir kommen auch jetzt weiter im Programm. Wir ziehen jetzt die 50er Blau-Weiß-Loll mit dem Kinderprinzenpaar aus dem Loll, gestellt von der Brüder Grimm-Schule, auch ein. Mit Tanz und Gesang erfreuten sich die Gäste vom Hirte Husarenempfang 2018. Ja, es gab beim Gesang auch eine Polonaise, aber die große Garde und die Jugend tanzten von der Grundgarde Blau-Weiß-Gläuel hier in Milch. Die Lämpfer. Ja, der Saal in Stotzheim ist nicht gerade der größte, aber man schaffte immer wieder doch seine Tänze, die teilweise akrobatisch doch immer dargestellt werden, über die Bühne zu bringen, ohne dass jemand sich verletzt dran hatte. Zu den nächsten Karnevalisten, zum Dreigestirn aus Zwischenich, die von der Prinzengarde 2010 aus Zwischenich gestellt worden ist. Ja, die Einkäufe stelle ich ein und wir kommen zum nächsten Programmpunkt.
Und hier steht die Ehrengarde und sprechen mit dem Bachmer Prinzenpaar auf die Bühne hier. Und mit der Kadergesellschaft Jecke de Wein. Ja, wenn Sie das mal selber erleben müssen, müssen Sie selber zu den Veranstaltungen gehen, um mehr dann auch zu erfahren und von den Gruppen zu sehen. Wir möchten halt nur einen Teil bringen aus dem Programm oder aus den Programmen, damit wir nicht das meiste verraten, sonst bräuchte man da gar nicht hinzugehen. Und so bringen wir dieses immer nur als für Sie als Zusammenfassung vom Anfang bis zum Ende jeweilige Veranstaltung. Und für die Ausrichter gibt es halt so eine Möglichkeit, sie können das komplette Karnevalsprogramm, was sie da auf der Bühne auch da zusammengestellt haben, nochmal auf DVD in einer späteren Zeit sich nochmal reinzuschauen. Naja, wenn man das heute sieht, haben sie heute noch 30 Tage, wo sie noch aktiv unseren Fastenabend feiern können. Denn heute, in einem Monat, der 14., ist leider schon Aschermittwoch. Aber so weit wollen wir gar nicht denken. Dann bereitet man sich schon wieder auf die neue Session 2018-19 vor. Und sie hoffen dann immer für alle zufrieden und länger dann noch ist wie in diesem Jahr. Ja, hier ziehen schon die Wachen ab und wir kommen zum nächsten Programmpunkt. Ja, zum Althütter Knappsacker Dreigestirn, die auch zu Gast waren, die mit kleinem Gefolge auf die Bühne in Stotzheim aufgezogen sind. Die am 5. Januar proklamiert worden sind. Ja, auch die einen musikalischen Effekt haben, dass sie aktiv singen. Der Prinz auch selber Frontsänger in der Prinzengarde ist. Thank you.
Ja, es gab von den Hüthausaren ein Kind, denn sie noch keinen richtigen Orden haben. Ja, und wir sind schon im nächsten Programmpunkt bei den großen Gläuler, Karnevalsgesellschaft, die auch in diesem Jahr, auch wie erstes Mal dies, in diesem Jahr bei den Jutta-Husaren vertreten waren mit ihrem Mariechentanz, mit Garde und der Garde der Damen. Das elfte Chor, was wir in Hürth haben, mit 106 Jahren. Ja, und jetzt sind wir hier beim Hürther Show Express. Es ist eine Showtanzgruppe, die auch die Damen auch aktiv im Hürther Husarenchor mit tanzen und aktiv dabei sind. Die sich jetzt wieder nach einem Jahr Pause wieder neu gestaltet haben unter neuer Leitung und auch neue Tänzerinnen. Das Motto dieses Jahr, die Wikinger. Ja, und hier ist dieses Animierprogramm, wo man Gäste auf die Bühne holte und die dann mitmachen konnte. Die Zugabe, das ist bei den Eppeler Show Express ein Highlight, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Das ist Grüngold Hürtäpperen, die zum ersten Mal hier bei den Hürther Husaren zu Gast waren.
sind ihre Landknechte und Mägde. Ja, es gab mal einen kleinen Disput zwischen Grüngold und den heutigen Husaren. Denn früher waren Antjat Husaren, das heutige Husarenkorps, gehörte damals auch zu Grüngold. Und die sich aber dann entschlossen haben, 2012 was Neues zu machen. Und daraus ist es auch was geworden, ein doch ziemlich großes Husarenchor und heute sind wir mit einer Kinderabteilung, die seit letztes Jahr auch aktiv im Karneval. Wir kommen jetzt auch zu einer Gruppe, zu Dancing Queens. Eine Gruppe, die im Hürth oder Umland eigentlich sehr bekannt ist, die Showtänze machen und immer nach einem Motto tanzen. Ja, und wir kommen auch schon zum nächsten Programmpunkt. Eine Karnevalsgruppe KG Feintaler Jecken aus Eiserfeld aus der Eifel, wo die Hürther Husaren in diesem Jahr selber zu Gast waren. Man besucht sich auch überregional, nicht nur hier im Rheinland, man geht auch ein bisschen in die Eifel rein, um da halt auch sich zu präsentieren und mit einem Rückbesuch ihrer kleinen Garde hier aufzutreten zu können, hier bei den Hürther Husarenempfang 2018. Yeah!
Ja, wir kommen auch jetzt schon. So, wir sind schon im nächsten Showprogramm. Bei KTV Strahlflyer von 2015 e.V. Die aus Libra aus Erbstadt kommen hier, wo man halt auch Kontakte geknüpft haben und sich gegeneinander im Fastlaufen aufrufen mit ihren Sätzen und Einlagen. Auf dieser kleinen Bühne dort das Wahnsinn rübergebracht haben. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich am Anfang schon passieren sollte. Hier zieht doch mal das Hürther Husarenchor mit eigentlich noch mit den verbliebenen Musikanten, also mit dem Musikchor der Althürther echte Freunde, aber auch mit meiner Wenigkeit auch hier durch wo das Hürther Husarenchor durch die, seine Arbeit im ja, Karneval das Motto gebunden, Nierkölchen tanzen aus der Reihe. Das bezogen auch ist im Sinne nicht nur in Köln, sondern auch im Rheinland und über dort, wo Karneval war. Besonders wo wie man sich neu, Gruppen sich in einigen Jahren auch ist, aktiv sind und sich auch vergrößert haben. So gab es eine kurze Einstellung halt von 2012 bis zur heutigen Zeit. Und so gab es dann halt eine Urkunde und einen Orden, Motto gewonnen, Nierkölsche tanzen aus der Reihe. Ja, für die Kinder- und Jugendarbeit, weil das im Sinne ja auch eine Zukunft ist, dass die mal irgendwann mal weitermachen. So bekamen sie die Urkunde von uns und dem zugehörigen Orden. Die Trainerinnen bekamen dazu den zugehörigen Festabzeichen von Brauchtum und Tradition für ihre Tätigkeit. Ja. Ja, das war nur kurz, ich stelle dich ein. Es gab dann auch noch was zu Tränke für den Zuschauer Husarenchor mit Musik zu viel ihren Karneval 2018. Da gab es wohl auch noch mal ein Bild gemacht hier. Ja, und das war's im Sinne. Das war unser Part gewesen und jetzt zieht das Zuschauer Husarenchor das wieder ab. Denn wir erwarten jetzt gleich, geht's auch weiter mit der großen Tonalität aus Frechen, mit großem Gefolge. Und da zieht es auch schon ein, ja, das große Gefolge mit dem Prinzen aus Frechen, Ehrengarde, Stadtgarde und die dort vertreten waren. Wo sie ja auch schon seit einiger Zeit
auch im letzten Jahr mit einem anderen Prinz zu Gast waren. Und so ist es halt im Sinne, dass sie sich gegeneinander auch besuchen. Ja, aber er hat auch ein Liedchen bekannt. Als sehr bekannt von Reubleck und Anita. Schön ist es auf der Welt gesagt. Aber anders imprägniert, eben gesungen halt. Nach dem Gestürz, was zu sagen, oder frechener Aas hier. Bote man hier dieses Lied hier. Schmetterte über die Bühne. Ja, das Schönste für euch ist der Bastelabend. Wir bitten nochmal darauf hinzuweisen, bezüglich wegen Bild, Schnitt und Ton, dass dies eine Zusammenfassung ist. In einer originalen, weil es Partfassung ist, die Qualität eigentlich ausreichend super, die in HD sogar geliefert wird und gezeigt wird. Hier ist eine Zusammenfassung, die man eigentlich ein bisschen anders kennt, wie über Zufallsprinzip hier auch rübergebracht werden. Es war auch der vorletzte Punkt, bevor es dann halt mit einer Musikgruppe weiterging, die vom im Rahmenprogramm den Abschluss bildete. Danach dieses nur noch Party, Party, Party bis in den frühen Stunden. Hier zieht jetzt die große Gabe mit verschiedenen Abordnungen von Sprechen wieder von der Bühne, und es ging dann auch weiter wenige Minuten mit der Gruppe Heißefalls, die auch jetzt seit einiger Zeit, einigen Jahren auch hier im Karneval vertreten, um kölsche Musik rüberzubringen. Ja, das war eigentlich auch schon der letzte Programmpunkt des heutigen Abends. Es ist jetzt so ungefähr kurz vor Mitternacht oder kurz vor Mitternacht. Von seit 17.30 Uhr bis jetzt Programmpunkt der Hürther Rosaren gebracht worden ist. Ja, es gab sich die Künstler und Karnevalisten durch die Clique in der Hand, wie man das schon sagen darf. Und wie vom Brauchtum und Tradition waren auch in dieses Jahr, im zweiten Jahr, auch dabei. Und wir werden ja auch die Gruppen weiter beobachten, wie es im kommenden Jahr weitergeht. Diese Session dann im kommenden Jahr
wird dann auch wieder, wird dann wieder länger sein. Ja, wir sagen schon mal vom Brauchtum und Tradition. Wir bedanken uns, dass wir vor Ort waren. Wir bedanken uns, dass wir hier die Aufzeichnung für ihn, für sie machen konnten und dass sie nochmal einen Überblick hatten, was an dem Abend alles so vor Ort war. In Würzstadtsheim im Saal Rommerskirchen mit dem Hürterhusaren Chor und seine Gäste. Ja, Brauchtum und Tradition des Deutschen Medienverbands. Blau und Rot verabschiedet sich jetzt und wir schalten auch gleich raus und wünschen bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir sehen uns wieder auf die nächsten Veranstaltungen dann wieder oder auf irgendeiner der Züge, die wir dann halt auch mit moderieren, halt live moderieren, die sie dann halt auch in volle Länge sehen. Dies ist das Einzige, was ungeschnitten gebracht wird im Pastoramt. Ja. Wir sagen Danke und auf Wiedersehen. Das war's für dieses Jahr von den Hürther Husaren im Jahre 2018 in Hürth-Stotzheim.